Ja, hallo und damit willkommen zurück bei Curthery. Wie heißt das Spiel im Ganzen nochmal? Ich hab Namen vergessen. Curthery, der Fluch der schwarzen Katzenmänner. Nee, scheiße, wie ist denn das? Der böse Mann und der schwarze Kater. So, ja, liebe Leute, es ist ein gefühltes Jahrzehnt her, seit ich das Spiel zum letzten Mal gespielt habe, auch wenn der Part jetzt erst letztens erschienen ist. Aber man höre und staune, ich bin in der Zeit, dank Fluxkompensator, straight vorangereist, 30 Jahre in die Zukunft. Ja, und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich bin, was ich machen soll. Deswegen gucke ich mich jetzt hier nochmal ein bisschen um. Es wimmelt vor lauter Bildern. Ich brauche einen Schlüssel, um die Schublade zu öffnen. Ja, wir haben keinen Schlüssel, wir haben einen Teelöffel. Teelöffel. So, was haben wir denn hier noch? Es war einmal ein Mann, der bemühte sich um die Gunst eines Mädchens. So sagt er. Liebes Fräulein, wollt ihr heiraten? Heiraten, heiraten? Mehr gibt es nicht zu sagen. Also, wollt ihr? Ja oder nein? Denn viel Reden lässt alte Wunden nur schwer heilen. Lin-Lin. Heilen-Lin. Heilender-Lin-Lin. Lin-Lin. Der Deckel ist fest verschlossen. Wie kriege ich den bloß auf? Ja, das frage ich mich auch. Vielleicht mit dem... so einfach kann es sein. Mit dem Löffel einfach mal aufbrechen. Natürlich, was brauchen wir? Ein Brecheisen. So, und der Löffel ist jetzt... Ach, der Löffel ist passé. Was haben wir denn jetzt? Ein Sternohrring. Was war denn damit nochmal? Das gehört hier wahrscheinlich zusammen. Ich glaube, wir haben... hier... jetzt erstmal alles. Was ist hier? Ich bezweifle, dass der Raum schon länger nicht mehr benutzt wurde. Hier ist alles staubig und verrostet, weil sich niemand darum gekümmert hat. So, so. Ja, so unsauber sieht der Raum gar nicht aus. Ach, da war ich doch eben. Was ist das hier? Hallo? Vermissen Sie einen Sternenohrring? Don't worry, I'm fine. Bring me a weapon so I can defend myself. Also, get me something so I can pry loose this floorboard. Thanks. The floorboard. Please. Irgendwas for the floorboard. Ich kenne das Loveboat. Was hier? Achso, das ist der Raum an sich. Sternenohrring, Sternenohrring. Nein. Wo bin ich denn jetzt? Was will die denn? Please get me out of here. Who knows what that creepy man and his servant will do to me when they return. Ach, guck mal, Aufgabe, da unten steht das ja. Befreie deine Schwester Renee aus der Gefängniszelle. Renee räumt den Magen auf, Freunde, ich sag's euch. Oh, eine Miezi. Eine Miezi-Tatze. Ja. Ein in Leder gebundenes Buch mit einer Aussparung, in die die Silhouette einer Jungfrau geprägt ist. Na, wie sieht denn die Silhouette einer Jungfrau bitte aus? Und das Buch ist aus Leder. Es ist doch nicht etwa das böse Necronomicon. Mit meinem geliebten Kater Parn. 1779. Mensch, das Spiel ist schon so uralt und eingestaubt. Dagegen ist The Order 1886, da waren wir ja eben, frisch. Frisch aus der Frischzelle. Hier fehlt eine Maus. Mausi-Mauszahn. Achso, das ist selber nochmal in grün. Was haben wir denn hier? Der Lorbeer, ein Symbol ewiger Liebe. Hier fehlt das Lorbeerblatt. Ja, das ist cool, dass wir schon von allem eigentlich irgendwie immer mal die Hälfte hier schon irgendwie reingebuttert haben. Aber der Sternen... Ich habe von jemandem auf der Orgel spielen gehört, ganz sicher. Könnte das der böse Mann gewesen sein? Oder der Fremde, der weggerannt ist? Der Sternenohrring. Ja, der Sternenohrring. Hier sind tolle Sachen, Aussparungen. Die Abbildung auf der Truhe zeigt den ewigen Kampf zwischen Teufel und Engel. Nur die Flügel fehlen. Ja, wir sind doch hier schon im Kirchenflügel. Was ist das denn hier? Wenn das die Geschichte des bösen Mannes ist, wer ist dann die seltsame Frau mit dem Ring? Und wer ist die Katze? Ah, die Katze. Die Katze spielt hier eine entscheidende Rolle. Ich habe von, ja, schon... Das ist René. Nein, doch nicht. Aber ich spüre eine seltsame Ehrfurcht für dieses Porträt. Portrait. Oh, was ist das? Drei heilige Gegenstände. Drei heilige Gegenstände hier. Bewacht und in Ehren gehalten von Lorbeer. Schon wieder Lorbeer. Ist aber ganz schön lorbeerig hier. Was steht denn da drauf? Astrid. Monschwein von Ausschein als Apupsi. Was soll uns das wohl sagen? Hier ist noch ein Book. Demnach ist ein junges Mädchen durch den Unfall ums Leben gekommen. Aber das Porträt dieses Mädchens sieht wirklich genau wie René aus. Ja, guck
komisch, dass hier alle gleich aussehen. Das ist die Fabrikkirche der Klone. So, hier. Ah, der Sternenohrring. Das Rätsel ist gelöst. So, was kriegen wir denn jetzt hier? Ah, die Flügel. Schwarzer Flügelgriff. Und was haben wir hier noch? Hallo, Rubin? Gemme. Hallo, Gemme? Oh, komm mal, Plüschkatzi. Oh, wie süß, das ist ja putzig. So, was haben wir denn hier? Da kommt aber keine Gemme rein. Ohne Augen ist die Katzenfigur blind. Ja, wir haben irgendwie wirklich von jedem Ding schon ein Ding gedingst. Das ist ein Ding. Das ist ja unabdingbar. So, ich setze jetzt erstmal hier den... Nein, da rein. Wo ging's denn hier in die Cathedral? Hier. Der Flügelgriff. Hier? Nee, hör auf. Hör mal, das ist doch... Scheiße. Ja, scheiße. Der Flügelgriff. Ne, das war das Lorbeergedönse. Da geht auch nichts mehr. Scheiße, wo kommt denn der Flügelgriff jetzt hin? Befreie René. Renny. So, und hier geht's dahin, in den Turm. Schön, die braucht hier was zum Hebeln. Die andere braucht was zum Knebeln. Wir gehen mal raus. Wir gucken uns hier. Ich kann kaum hinschauen, so grauenvoll verunstaltet, wie diese Statue ist. Ihr Schöpfer muss ganz... Was? Ah, was ist denn das? Sie hält etwas in der Hand. Wie komme ich da nur dran? Wir haben weißen und schwarzen Flügelgriff. Ein Lorbeerkranz. Ne, den kann ich aber... Was mache ich denn jetzt damit? Den muss man... Kann man den auseinanderbauen? So, ich habe einen weißen Flügelgriff und einen schwarzen Flügelgriff. Nochmal schaue ich nicht nach. Sie hat mir fast die Augen ausgekratzt. Oh, war da etwa die böse Katze zu Werke? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Das ist echt so scheiße lang her. Unter dem Gemälde versteckt sich ein Geheimnis. Etwa hier? Ist das hier? Ob der böse Mann das gemalt hat? Ein makaber Spiegel seines Gesichtszustandes, wollte ich schon lesen. Na, sein Gesichtszustand ist nach dem Bild hier zu urteilen ganz schön... gesichtlich mit drei Augen und hier fehlt ein Auge, da ist ein Mund. Hat ist Kunst. Und dafür zahlen manche Geld. Zu viel meiner Ansicht nach. So, wo können wir denn die Begrifflichkeiten hier einsetzen? Was haben wir denn hier? Ich frage mich, was unter der Luke ist. Ja, vielleicht Skywalker. Luke Skywalker? Ne, da kommen wir da hin. Oh, ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren. Because I don't have no idea where the griff come on. So, the ring is gone. Der Ring ist weg, genau. Könnte das der böse Mann sein? Nach wem sucht er? Der Ring wird finden, nach wem du suchst. Ich nicke bedächtlich ab. So, dann kommen wir hier wieder dahin. Griffe. Ja, aber lass mal keinen Griff ins Klo, weil da liegt ein Schuh rum. Ich komme, René. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen schon... Boah, ich gehe jetzt mal straight an anfangen. Ein verstecktes Geheimfach mit einer königlichen Lilie. Fest verschlossen. Leider. Hier an dieser Stelle fehlt etwas. Da fehlt ja immer noch was. Ach so, wir haben ja auch die Gemme. Gemme. So, das lese ich jetzt nicht alles, das habe ich bestimmt schon 10-mal vorgelesen. Aber irgendwo muss der Griff ja dran kommen. Hier fehlt noch ein Stern. Du bist mein Stern. Oh, ey Leute, 3 Jahre später und ich klicke beim Rausklicken. Immer noch an die Schaukel. Was ist das denn hier? Dangerous Animals. So, hier haben wir doch schon mal geblasen. Die Flöte getrötet. So. Ah, passt hier die Gemme rein? Nein, schade. Was ist das denn hier überhaupt? Seepferdchen, was? Seepferdchen-Zahnrad. Da liegt ein Hasenkopf. Was für ein Monster. Enthauptet ein wehrloses Häschen und lässt den Kopf hier hängen. So, und wenn gleich hier...
Entschuldigung. Und wenn gleich hier, gib doch einfach her, Schatz. Es ist wieder Bastelstunde verreckt. Scheiße. Hexenschuss. Katzenschuss. So, apropos, ich habe hier einen Special-Gast wieder, nämlich die Katze. Turnt wieder auf meiner Tastatur rum. Oh Gott, wie kriechen die jetzt hier weg? Komm her, Johnny. Sag mal hallo. Hallo. Hier. Abends ein munteres Beisammensein aller lustigen Hausbewohner. Ich hoffe, die Schlange ist noch in ihrem Gehege. Was, wer? Was? Die Schlange. Die Schlange. Deine? Die Hosenschlange, die Einäugige. Ja, nee, komm, wir nicht, bitte. Bitte nicht in diesem Niveauzustand. Ey, ja, wollte ich doch gar nicht hin. Mal, wo? Ach so, da ging es ja hier über den Baum. Nee, da kommen wir da hin. Dann gehe ich da oben mal lang. Die Griffe. Ja. Draufgekifft und zugegrifft. Wo brauche ich die denn jetzt? Jacques Lebrac, das Harz strömt heraus wie Blut aus einer Wunde. Ersthelfer, kommen Sie schnell. Hier verblutet der Harzer. Allein und vergessen liegt der Kirchturm hier schon verfallen über 100 Jahre. Der schöne Kirchturm, er hat auch was Besseres verdient. Was liegt denn hier noch? Nee. Scheibenkleister. Lalalala. Hier kann man noch mal gucken. Die verfallenen Überreste von alten Gebäuden werden langsam der giftigen Umgebung gleich. Guck mal hier, schlummer Fred. Der Luchs ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Der Luchs? Ja, hier, guck mal. Lucky Luchs. Der schnarcht wie ich. Das habe ich synchronisiert, das Spiel eindeutig. Aber komplett vertont. Von A wie Antonionis. Z wie Zarge, Türzarge. Eine Kapelle auf einer Klippe ist eher selten. Sie scheint auch keine Umgebungsgeräusche zu vernachlässigen. Ja, der ist wirklich sehr grauenvoll. Ich lese mir den ganzen Trödelidödel, Tudelitei nicht nochmal vor. Was ist denn mit der Truhe? Ach, da fehlt das Auge. So war das. Scheiße, wir haben hier einmal einen Schnobbes, also das Seepferdchen. Ach, das ist ein Seepferdchen. Stimmt, steht ja groß dran. Ich hatte eben schon so ein Schnurrbart hier. Schwarzer Flügelgriff und weißer Flügelgriff. Ja, leck mich doch. Die habe ich doch irgendwo schon gesehen. Aber wo? Nur die Flügel fehlen. Muss ich die nochmal umbauen? Ach so! Oh, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß. Na, danke auch. Dolch! Jetzt kann ich endlich kochen! Eine Kiste mit Gold zieht ganz sicher jede Menge zwielichtiger Gestalten an. Jetzt habe ich einen Dolch. So, mit dem Dolch kann ich... Nee, warte mal. Pass auf, ich musste doch irgendwo was aufhebeln. Wo war denn das? Scheiße, wo war denn das? Schei. Oder, nee, das war jetzt nicht das Pulverding da. Also, Pulver, sag ich schon, hier das eine. Ach so, sie braucht den Dolch hier. Oh, ich erdolch mich gleich. Gedankengänge eines Wahnsinnigen. Ah, wir sind richtig. Ich war mir jetzt im ersten Moment etwas unsicher. So, hier. Hebel. Oh Gott. Die Messermörderin. Sie ermordet wehrlose Dielenböden. Look, I found this fancy chest. Maybe there's something useful inside. Trust me, I can handle the crooked man. Go save the other girl first. Ach, sie ist so gut. Völlig selbstlos. Rette das andere Mädchen. So, was haben wir denn hier? Ach, das zweite Katzenauge. Und, ach, guck mal, die Maus. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo die rein muss. Super. Superb. So, das kommt auf jeden Fall hier rein. So viel weiß ich noch. Was haben wir denn hier? Wie ist das denn? Ein Stundenzeiger. Eine Mieze. Katzenmedaille. Das ist toll. Das ist toll. Da machen wir mit. Da ist Spaß angesagt. Ich sag Ihnen das. So. Klopp. Einmal. Da fehlt aber noch ein zweiter, nehme ich an. So, die Maus kommt hier hin. Tick-Tack, Tick-Tack. Tick, Trick und Track. Fick und... Fox. So, Fix und Foxy nämlich. Seepferdchen-Zahnrad. Kann man das hier auch? Nee, das war leider falsch. Die Gemme und die Katzenmedaille. Heißer Scheiß. Please get me out of here.
Who knows what that creepy man and his servant will do to me when they return? Ich weiß. Alles doof, alles Mist. Wo kommt die Gemme hin? Gemme und Katzenmedaille. Ey, die Katzenmedaille. Ey, das haben wir schon geplündert. Was haben wir denn hier noch? Briefe, Korb wäre groß genug für mich, aber die Tierhaare und die Kratzspuren deuten darauf hin, dass hier eine Katze schläft. Oh, süß. Das ist, ey, ohne Scheiß, den Korb, den haben wir 1:1 hier stehen, ne? Ne, haben wir gar nicht. Ich hab gelogen. Mein Gedächtnis spielt mir einen Streich. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet, aber die Katzen randalieren wieder. Ja, zumindest eine. Hier wird man völlig geisteskrank bei dem Spiel. Das ist ja Himmelarsch und Zwirn. Ja, Zwirn, da liegt auch Zwirn rum. Was kommt denn hier so rein? Im Blumenbeet liegt ein Marmortafel. Ich muss die Gegenstände finden, die in die 4 Vertiefungen gehören. Ja, was kommt denn da für ein Scheiß rein? Was kommt... Verarsch mich nicht. Ein Gemme? Ein Katzenmedaillon? Nee. Lorbeerkranz. Gut, wir haben alles durch. Sagt's nicht, man kann noch umblättern. Nee. Gut ist... dann gehen wir halt wieder zurück. Mein Gott, kostet ja nichts. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Nee, da... Oh, komm her, ich kann mich hier null orientieren mehr. So, was war denn hier noch am Bach? Fehlt hier noch ein Seepferdchenzahn? Was ist das denn? Ich glaube, da ist etwas versteckt. Ja, schön, dann mach's doch mal auf. Geht natürlich nicht, weil wir wieder irgendeine Schaufel brauchen oder... keine Ahnung was. Da! Ein seltsamer Schatten unter Wasser, da muss etwas sein. Ja, soll ich jetzt das Wasser mit dem Strohhalm abpumpen oder was? Dieser Engel kommt mir bekannt vor. Ja, so wie jeder Engel. Noch ein Gedenkstein mit einer Ausbauung. Diesmal ist eine Art Wassermusterung. Na, schönen Dank auch. Ich habe natürlich jetzt alles, was wie eine Wassermusterung aussieht, nicht dabei. Der schnarcht und schlummert immer noch vor sich hin. Wo kommt... Ja, ich muss die Karten mal wieder raffen. Ich bin völlig raus hier aus der ganzen Geschichte. Geschichte. Bleib mal hier. Die großen, aufrechten Bäume bilden eine grüne Oase, unberührt von der Dunkelheit, die den Rest des Waldes beherrscht. Ein verwittertes Namensschild mit der Aufschrift Schloss von Morelos. Graf Morelos treibt es dort kunterbunt. Jemand hat hier die Motten werden vom Geruch des Honigs angelockt hingekritzelt. Ja, ich glaube, das haben wir schon gelöst. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Rätselmann. Der allerdings keine Rätsel lösen kann. Weil ich nämlich nicht weiß, wo die Gemme hinkommt. Wo wir ein Katzenmedaillon noch reindrücken können. Katzenmedaillon, Katzenmedaillon, Katzen. Ah, das hier? Nee, da wäre auch zu. Das hat man schon hier, ne? Da wäre auch zu einfach gewesen. So, was haben wir denn hier? Na super, der Baum lacht mich auch. Ein fieser Baum. Drecksack. Scheißbaum. Was? Wer war denn das? Wer macht denn so Geräusche? Was ist das denn? Oh Gott. Auf der verschlossenen Kiste ist ein Büffelmotiv. Ich brauche etwas, das in die Aussparung passt. Nimm mal eine Katzen... Nee. Nimm nochmal eine Gem... Nee. Nimm nochmal einen Seepferdchenzahn... Nee. Nein, das passt wahrscheinlich auch nicht. Was ist das hier? Seit Tagen bin ich in diesem Nebel gefangen. Die Bäume scheinen vor meinen Augen lebendig zu werden. Ich weiß nicht, ob ich jemals den Weg aus diesem dunklen, unheimlichen Wald herausfinde. Uiuiuiuiuiui, das ist natürlich schon... Schlecht, schlecht, schlecht. Was für ein Monster enthauptet ein wehrloses Häschen und lässt den Kopf nägen. Welchen Dreckszauber war denn das? Oh nein, von den Klamotten her muss es der Holzfäller sein. Der arme Mann, er ist nie zurückgekommen. Der chillt hier im Geäst. Im Essigen.
Da sind lauter staubige alte Flaschen und andere Krimskrams drin. Das ist schön, das ist toll. Ich hab die Schnauze ratzelputzel voll. Was ist denn hier? Der Baum macht den Eindruck, als ob er etwas vor uns verbergen will. Ja, nein, da wollte ich gar nicht hinklicken. Was sind das hier unten noch? Fledermäuse, das hat man ganz am Anfang. Da liegt noch ein Schuh. Rennenschuh, so muss ich in den Kampf verloren haben. Sie ist natürlich auch eine Fighterin. Oh Gott, das Ding verfolgt mich ja von Anfang an. Daran kann ich mich noch erinnern. An den blöden Kasten. So,